Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende Cheeseburger-Rolle. Und ihr wisst, was das bedeutet? Ganz genau. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Beginnen wir mit der Zubereitung des Teiges für unsere heutige Cheeseburger-Rolle. Wir starten mit 250 Gramm Schmand. Hier geht in der Regel auch Quark oder wahrscheinlich sogar Frischkäse. 3 Eier und 150 Gramm geriebener Käse. Und wie immer, wenn ihr das einmal schriftlich braucht, die Zutatenliste befindet sich unten in der Videobeschreibung. An der Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. In der Videobeschreibung findet ihr auch ganz oben einen Link zu meinem neuen Buch. Dauert nur noch 6 Wochen, bis es rauskommt. Wer es vorbestellen möchte, kann das unter dem beigefügten Link tun. Wenn man solche Stunts macht, muss man immer so ein bisschen darauf achten, wie am Ende die Konsistenz ist. Ich habe mich dazu entschieden, noch 2 Esslöffel Mehl und etwas geriebenen Käse unterzuheben. Sollte nicht zu dünnflüssig sein. Jetzt brauche ich so ein Backblech oder ein Rost, etwas Backpapier drauf und dann verteilen wir die Masse auf unserem Backpapier. Damit das nicht runterläuft, sollte man die Seiten nach oben klappen. Zuallererst sollte man natürlich gucken, wie gesagt, dass das Ganze nicht runterläuft, deshalb das Hochklappen. Zum anderen sorgt das aber auch dafür, dass das in einer gewissen Form bleibt. Am Ende sollte das Ziel sein, dass dieser Teig mehr oder weniger die gleiche Dicke bekommt an den Stellen. Das ergibt sich aber im Backofen oder auf dem Grill gleich ganz von alleine. Ich verteile jetzt noch ein bisschen den Käse, klappe natürlich auch nochmal den rechten und den linken Rand so ein bisschen hoch. Und dann kann das Ganze entweder auf dem Grill bei indirekter Hitze, hier das kann man zum Beispiel so machen, mit so einer Erhöhung, Deckel zu 30 Minuten oder halt einfach, wenn man es nicht päpstlicher machen möchte als der Papst, natürlich auch einfach im Backofen. 160 Grad, circa 30 Minuten. In der Zwischenzeit, wo das passiert, können wir ein bisschen Hack anbraten. Ich habe hier meine gusseiserne Pfanne auf meinem Seitenkochfeld bzw. auf meiner Infrarotzone geparkt und würze, das sind jetzt so 400-500 Gramm Rinderhackfleisch, das mit ein bisschen Barbecue-Rub und lasse das dann einmal hier schön anbraten. Das ist ja unsere Füllung. In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Sachen kleingeschnibbelt. Diese grundsätzliche Idee ist sicherlich eine tolle Vorlage für viele Varianten einer Burgerrolle. Das Schöne an so einem Video ist, dass wenn man das gemacht hat, hat man in der Regel auch schon die ein oder andere Verbesserungsidee. Zum Beispiel, was ich total verpasst habe, was man unbedingt machen sollte, ist diesen Teig hier mit Salz und Pfeffer ordentlich durchwürzen. Oder halt auch nochmal mit Barbecue-Rub. Aber auf jeden Fall ist das momentan geschmacklich noch etwas fad. Deshalb wird auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung Salz und Pfeffer für diesen Teig ergänzt werden. Jetzt, nachdem man so die Ränder abgeschnitten hat, damit es ungefähr eine gleiche Form hat, ist jetzt das hier das Ergebnis. Und jetzt können wir das Ganze nach Herzenslust belegen. In dem Fall habe ich jetzt hier Barbecue-Soße genommen, was aber auch noch viel geiler eigentlich wäre, wenn ihr jetzt so eine Burger-Soße oder sowas nehmt oder selber macht. Zum Beispiel die Big King-Soße oder die Big Mac-Soße. Da kann man jetzt viele Sachen machen. Jetzt verteile ich meinen Rinderhack über die Soße, so mittig von der Rolle. Man muss natürlich gucken, dass man den Rand so ein bisschen frei lässt, weil ansonsten kann man es nicht gut einrollen und dass man es nicht zu voll macht. Aber so von der Menge sieht das schon ganz gut aus. Jetzt habe ich ein bisschen Gürkchen klein geschnitten. Hab gerne noch ein paar Röstzwiebeln mit in so einer Rolle drinne für den Crunch. Und es gibt so eine gewisse Süße. Aber wie gesagt, da seid ihr jetzt komplett frei. Und nochmal geriebenen Käse. Und jetzt rollen wir das Ganze ein. Schlagen es um, gucken, dass die Füllung halbwegs drin bleibt. Und jetzt kann man das Ganze ja nochmal belegen oder toppen. In dem Fall nehme ich jetzt Käse. Man könnte aber auch noch ein bisschen Ei obendrauf verteilen und zum Beispiel Sesamkörner mit obendrauf geben. Das Ganze nochmal zurück auf den Grill und das Ergebnis nach weiteren 10 Minuten indirekter Hitze auf dem Warmhalterost oben sieht unsere Burgerrolle so aus. Ja, die nächste Sache, die man noch verbessern könnte, ist, man müsste es wahrscheinlich noch einen Ticken länger drauf lassen, weil ihr seht, der Käse in der Mitte ist nicht ganz geschmolzen, aber vielleicht auch, ja, man auf hohem Niveau. Also, ich finde, das Ergebnis sieht richtig, richtig toll aus. Ich hoffe, das gefällt euch. Bin natürlich auch gespannt, was ihr reinfüllen würdet. Ich könnte mir zum Beispiel auch eine Variante vorstellen, so als McRib, vielleicht auch mit Pulled Pork, kann man das bestimmt auch machen. Gibt viele geile Ideen. Wie gesagt, bin gespannt, wie ihr es findet. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Natürlich immer gern gesehen. Besucht auch meine Fanpages. Checkt auf jeden Fall mal den Link zu meinem neuen Smoker-Buch, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.